Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. So, wir sind... Ups, ach, hier wohnt sie wohl anscheinend, hä? Vielleicht hätte ich mir die Wohnung angucken sollen, bevor sie wieder nach Hause marschiert, aber jetzt ist es auch zu spät. Dann muss ich mir die schnell mal rein angucken. Kompliziert. Ah, Mist. Habe ich noch was, um meine Werte dafür zu erhöhen? Schlösserknacken plus 10. Das Schloss. Yes! Jetzt komme ich ran. Perfekt. Ah, das war's auch schon. Und was finden wir? Schmuck des Kriegers. Einschüchtern plus 5, Voodoo-Magie und Alchemie plus 10. Wow. Das ist nicht schlecht. Schnaps der Schatten. Warnt dich vor Schattenwesen. Hilft dir Menschen und Tiere zu sehen. Zeigt dir die Position von Untoten an. Bestimmt auf der Karte oder so, ne? Würde Sinn machen. Okay, dann möchte ich das jetzt aber ablegen. Bleib lieber bei der Silberzunge währenddessen. Schmuck des Kriegers. Statt Schlösser knacken, einschüchtern. Nee, bleiben wir mal so. Silberzunge einschüchtern. Kristallmagie erst 30. Alles klar. Ein weiteres Buch. Ritualpraktik. Mal sehen. Die Stimmgabel gab ihnen einen besonderen Klang vor. Ein Ton, der ihre Gesänge begleitete und sie in Trance führte. Eines Nachts nahm ein Dieb die Stimmgabel und flüchtete nach Kalador. Ah ja. Die Stimmgabel. Wieder so einen dieser legendären Gegenstände. Naja, werden wir irgendwann finden. Nee, da komme ich jetzt mit meinen Items nicht ran. Leider, leider. Jetzt hat sie ja die Waffe gezogen. Verschwinde von hier. Ich hau schon ab, entschuldige. Kann ich ein Äffchen töten, ohne dass du durchdrehst? Scheinbar ja. Gut, gut, gut. Dann war es wohl auch nicht dein Äffchen, sondern irgendein Äffchen. Von daher. Dann wollen wir nochmal zurück zu Alvarez und wollen ihm mitteilen, dass wir jetzt endlich alle Viecher eigentlich erledigt haben, soweit ich weiß. Und ich habe auch eine Menge Kristalle mittlerweile gefunden. Da hast du sie. Hier hast du deine 3 magischen Kristalle. Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Natigur einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. 500 Gold, nicht schlecht, gefällt mir. Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Danke, vielen Dank. Und beibringen, das lassen wir erstmal. Ich hatte jetzt 1600 Gold und 800 Ruhm. Ich wollte ja noch eine Sache erlernen. Und zwar Krämer. 5% Rabatte bei Händlern. Ich glaube, das könnte sich mit der Zeit ziemlich auszahlen. Ach ja, Emma ist am Leben nebenbei. Emma ist am Leben. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen würde. Hat sie auch fast nicht. Die Biester haben ihr gut zugesetzt. Aber dank ihrer Voodoo-Kenntnisse ist sie wieder fast die Alte. Schön zu hören. So, beibringen Krämer, genau. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Sicher doch. Dankeschön. Geil. Geil, geil, geil. Ist vor allem geil, er bringt mir das bei und gleichzeitig kann ich es bei ihm direkt anwenden und so gesehen alle Sachen günstiger kriegen. So, dann sollte ich jetzt natürlich hier den Grog schön auf die 1 packen. Ja, ist zwar nicht ganz so stark wie der Rum, aber naja, man kann auch nicht alles haben. Dann mal schauen, wie inwieweit mich Alvarez belohnen wird, da ich jetzt wirklich alle Viecher platt gemacht habe. Hat ja auch lange noch gedauert. Hallöchen. Hey, kann ich die aufnehmen? Keiner stört sich. Okay, finde ich gut. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Am Oststrand waren 2. Hm, Mistviecher. Gut gemacht. Dafür nicht. Und es gibt eine Menge Ruhm und Gold. Finde ich super. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Verstehe ich. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. Tja, ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Yeah. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut.
Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Das klingt gut. Währenddessen? Oh oh. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Oh, shit. Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen, als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Ey, ja, ist ja gut. Das Hinterland ist ziemlich verseucht. Noch mehr Höllenhunde? Nicht nur. Da hingen bis vor kurzem noch einige dämonische Krieger herum. Woher zur Hölle kommt diese Brut? Woher wohl? Aus einem dieser Kristallportale in den Bergen vielleicht? Du musst die Ursache dieses Übels finden und ausschalten. Das sagt sich so leid. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das machen soll. Hast du eine Ahnung, wie man so ein Kristallportal zerstören kann? Frag einen Zauberer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Na, toll. Ich werde mich schon noch um dein Kristallportal kümmern. Das wäre gut. Ich fürchte, noch so einen Ansturm wird die Stadt nicht überleben. Na gut. Aber das beim nächsten Mal, lieber. Ich glaube, dazu muss ich erst einen Zauberer treffen. Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön, zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Das klingt eigentlich ganz gut. Eine Allianz im Kampf gegen diese bösen Schattenviecher wäre schon sinnvoll. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Na gut, ich werde mein Bestes geben. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Na klar, gerne doch. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Ha! Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Ja, dieser Morgan, der klingt nach Ärger. Vielleicht sollte man Morgan zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ah, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit Morgan Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Okay, na gut. Na, vielleicht kriegen wir es ja immer mal hin. Wo kann ich Morgan finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Okay, das klingt nicht cool. Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier.
Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Okay, gut. Wissen wir Bescheid, haben wieder einiges gehört und währenddessen wird unsere Seele geraubt. Das haben wir in dieser einen Zwischensequenz ja mitbekommen. Ziemlich uncool. Ehrlich gesagt, habe ich aber gerade ziemlich Bock. Proviant, Händler, Rüstungshändler. Ja, hier wird immer alles angezeigt, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Genau. Wir können uns hier oben in dieser Schattenwelt noch ein wenig umschauen. Vielleicht finden wir noch ein paar Viecher, die wir zusammen mit Bones platt kriegen. Testen kann man's. Und, ach ja, eine Quest haben wir ja eh noch. Wir haben ja den ganzen Krempel von dem Kerl gefunden. Mal gucken, ob wir ihm den jetzt zurückgeben müssen. Vor allem um den Degen, finde ich, ist es sehr, sehr schade, weil ich benutze den lieber. Der ist halt gerade die stärkste Waffe, die ich habe. Die gibt man dann ungern ab. Aber mal sehen, was er sagt. Hier hast du dein Zeug. Wow. Schade. Du hast tatsächlich alles aufgetrieben. Dann lass mich mal überlegen, was ich dir als Belohnung anbieten kann. In dem Klamottenpaket waren noch ein paar alte Socken. Die kannst du haben, wenn du willst. Ansonsten kann ich dir eine Buddel Fusel und etwas Gold anbieten. Okay. Gib mir die Socken. Gib mir die Socken. Deal! Hab mir mit ihnen mal den Hintern ab. Warte, ich habe es mir anders überlegt. Gib mir den Fusel und das Gold. Na schön. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne. Du Spinner, ey. Du Spinner. So, jetzt hast du eine bessere Waffe als ich und du trägst eine andere dabei. Du bist so ein Drecksack. Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen. Das ist eine ganz andere Waffe. Oh Mann. Gib mir den Degen zurück, du Penner. Naja, man kann nicht alles haben. Ja gut, wieder zurück zum Krabbenstecher. Schade drum. So. Schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Falls ich dann auf Viecher treffe, die absolut nicht meine Kragenweite sind, werde ich es ja schnell merken. Und dann kann ich auch wieder umdrehen. Die Schattenwelt ist echt übel. Hübsch ist was anderes, ne? Vielleicht gibt es später Gegner, die man nur in dieser Form sehen kann, wer weiß. Was ist das? Das ist eine Höhle? Nö, schade. So, und sonst? War nix. Na gut. Dort hinten wartet schon der nächste Höllenhund. Den kriegen wir ja wohl platt. Ist ja nur ein einziger. Und wir sind zu zweit. Er ist natürlich nicht ein einziger. Natürlich nicht. Ah. Ausweichen. Angriff ist die beste Verteidigung, wie man so schön sagt. Einmal draufschießen. Komm schon, triff doch mal. Genau, und... Et voilà. Nein, du Drecksvieh. Proviant essen. Ja. Ui, die paar Punkte in List haben schon ganz schön was gebracht, was den Schaden angeht, meine Pistole. Okay, ach ja, stimmt. Ich habe ja so viele Ruhmpunkte. Wie viele habe ich denn? 2100, das ist schön. Nochmal Einfluss oder Härte oder Fingerfertigkeit. Das sind alles tolle Sachen. Aber ich glaube, den Nahkampf mal wieder etwas erhöhen. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich gerade mal für den Nahkampf, ja. Mal wieder ein bisschen den Schaden erhöhen. Und wenn man sieht, wie viel Ruhm ich allein hier auf dieser Insel mir schon zusammengesucht habe in so kurzer Zeit, da wird noch eine Menge Ruhm kommen. Ich finde, man kriegt sehr viel bis jetzt in Popo geschoben, wenn ich ehrlich bin. Es wirkt nicht sonderlich schwer bisher. Aber spaßig und die Atmosphäre ist sowieso geil. Diese dunkle Gegend hat schon was. Ah. So, einmal drauf geschossen. Und jetzt natürlich erstmal, ja, Nahkampf, das will ich sehen. Scheiß Schatten, du sagst es. Ich liebe es, dass in diesen Spielen einfach gern geflucht wird. Das ist immer eine positive Sache. Okay, dort, hier sind Krieger und so, das gefällt mir gar nicht. Aber schauen wir uns erstmal um. Erstmal diese Truhe hier. Schattenklinge, 20 bis 40.
Die schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was der Rest war. Egal. Ja. 15 bis 30 oder 20 bis 40. Klare Sache. Und Schwerter plus 5 genauso. Ja, ist doch super. Und sieht schick aus. Hat was. Die nehme ich doch gerne. So, jetzt kümmern wir uns mal um ein paar Kriege. Oh, Schergen. So. Du kannst nicht ewig blocken, mein Freund. Nicht ewig. Ah, so nicht. Ah, die blocken auch immer so lange, ne? Schon mies. So, einmal drauf geschossen. Wie kannst du denn daneben schießen? Der stand genau vor dir. Oh Gott, trink was. Und mehr Proviant. So, jetzt den von hinten mal. Ja. Ich helfe dir. Zusammen sind wir eh besser. Siehst du? Ja. Ah, ist da gerade noch so ausgewichen, ne? Cleverer Scherge. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und da kommen schon die nächsten. Ah, ah. So. Ja, der Schuss hat gesessen, nicht wahr? Da hat er nicht gerechnet. Bones, warum greifst du jetzt unbedingt den anderen an? Hätten wir nicht bei einem bleiben können? Verdammt nochmal. Okay. So, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Und... ja, der Schuss hat gesessen, nicht wahr? Und das war's auch schon. Perfekt. Die Schattenwaffe nehme ich natürlich auch mit. Und da geht's wahrscheinlich rein. Ja, ich sehe schon die Höhle. Oh, oh. Gar nicht gut. Aber wir wollten uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Und ich brauche eigentlich eine Spitzhacke. Damit ich diese ganzen Adern, wenn ich mal welche finde, auch nutzen kann. Was war das? Ein Jadestein. Okay. Sowas liegt natürlich immer einfach hier so rum. Natürlich. Was ist das da hinten für ein Viech? Heilige Scheiße, was bist du denn? Verdammte Schatten! Ein Lindwurm. Wow. Ja. Solltest du zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen? Ich glaube auch. Der hat einen einzigen Feuerangriff gemacht und ich war tot. Wahnsinn. Okay, okay. Dann lass den Teleporterstein da hinten mal lieber erstmal in Ruhe. Dieser Lindwurm ist einfach viel zu mächtig. Schade drum, ne? Dann gucken wir mal hier. Ah. Ich brauche eine Spitzhacke. Ach Mann, das ärgert mich. Egal, wann anders. Kriegen wir schon hin. Ich kann natürlich spaßeshalber trotzdem mal gucken, ob wir hier irgendwas hier drin ausrichten können, aber ich bezweifle es schon ziemlich hart. Noch einmal speichern und ja, vielleicht kriegen wir ja ein paar leichte Gegner zu Beginn. So ein paar Schergen. Na also. Oh Gott, ich hätte mich besser heilen sollen. Verdammte Schatten! Okay. Bones? Ja, genau. Danke, hilf mir mal mit. So. Angriff ist die beste Verteidigung, wie man so schön sagt. Genau. So, 1, 2 und... nein! Ach Gott, wir müssen mal... lass uns ja fertig werden. Ah, Heilung. Ich verballer ganz schön viel von dem ganzen Heilkram an den paar Gegnern hier. Aber naja, ich spiele auch auf schwer, kein Wunder. Ah, nein, nein, nein. Ja, hilf mit, Bones, danke. Geht doch. Puh, schon besser. Da hätten wir uns besser aufteilen können, Bones. Immer nur auf einen gleichzeitig und so. Naja. Ja, Kristalle wachsen ja genug aus den ganzen Ecken, ne? Da hinten ist noch so ein Scherge. Ich glaube, den kriegen wir auch noch hin. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ja, zu zweit ist das vielleicht besser, ha? Ah, ah, so nicht.
Jawohl. So muss das. Gemeinsam sind wir stark und so weiter. Und so weiter. Ja, schön. Ein paar Schritte kann man also hier reinwagen, ohne sofort zu verrecken. Das ist schon mal ganz beruhigend. Doch was uns hier noch so erwartet, erfahren wir es gemeinsam beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann.